also in der Sixtinischen Kapelle nicht erkennen kann. Und vielleicht auch das kleine Geheimnis, was also Michelangelo so ab und zu mit sich getragen hat, erahnen oder vermuten. Wir haben hier Ihnen mal so ein bisschen demonstriert, wie so ein aufwendiger Aufbau ist. Also zumindest hier in diesem Raum. Wir haben ja noch einen zweiten Raum. Und hier haben wir aber nur die Schöpfungsgeschichte. Wir haben das nur so ein bisschen angelegt, also noch nicht komplett gemacht. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Sie neugierig machen, also nicht alles auf einmal präsentieren. Dann haben wir Ihnen also aus dem Raum 1 eine Sibylle aufgebaut. Und jetzt wundern Sie sich nicht, wir haben also beabsichtigt Strippe hängen lassen, damit Sie also diese Bilder nicht verwerten können. Denn wir sind angehalten, das zu beachten von dem Museum Vatikan. Das heißt, Sie können den Gesamteindruck fotografisch hier wiedergeben, aber ein einzelnes Bild, das ist halt eben verboten.